Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Das Spiel mit den Klötzen. Ich glaube, es gibt vielleicht noch andere Spiele mit Klötzen. Zum Beispiel, ich habe Cube World. Cube bedeutet Würfel. Also nicht Klotz, sondern Würfel. Also Cube. Also verstehst du, ne? Yeah. Könnte ich eigentlich auch Let's Playen. Ist ein Indie-Spiel. Indiana Jones Spiel ist das. Gut, dann nehme ich jetzt das Holz und mache Dach. Ich habe übrigens nachgeschaut, habe ich nachgeschaut, wo der Canyon ist und ich weiß es, ha, in die Richtung, am Ende des Kontinents schwimmen, da kommt eine Insel und dann noch ein bisschen weiter und dann der Canyon und dann sind wir im Himmel. Ich glaube, ich werde dieses Beet ein bisschen, wenigstens das Stück hier, wegmachen oder ich lasse es einfach und trampelt's nach und nach platt. Weil ich will ja irgendwie auch einen Eingang haben. Irgendwie. Habe ich hier auch noch? Nee. Ich benutze das Wort irgendwie am besten ganz oft. Irgendwie. Ha. So. Zack, zack. Da ist das drauf rumtrampeln vorprogrammiert. Hier. So, dann machen wir diesen hier. Zack, im Dächer bauen, da bin ich ganz schnell. Ja, gerade habe ich noch auf meiner Map gespielt und habe gejagt. Also, wenn es dunkel wird, muss man ja nicht unbedingt schlafen. Man kann ja auch einfach Monster jagen. Was haben wir denn? Stärke 3 Unendlichkeit. Ist doch ideal. Bei meiner Privatmap habe ich einen Bogen mit nur Schlag und Unendlichkeit. Da musst du 1000 Mal auf den Gegner schießen und die fliegen voll weit weg. Das ist doof. Es gibt ja sogar Schlag 2. Und bei Schlag 2... Da fliegen die ja richtig weiter, aber da kannst du ja Gift drauf nehmen. War hier eigentlich noch Fischte? Fichte habe ich im Inventar. Ich brauche Türen. Ich glaube, das mache ich mal eben. Ja, ich brauche so viele. Genau. So, und schon fühle ich mich hier drin sicher. So, und dann mache ich noch 1, 2, 3, 4. Keine Angst, die Dorfbewohner werden nicht sterben dadurch. Ich werde das Ganze sowieso... Ein Dingsen mit Mauern und Fackeln überall, also innerhalb des Geheges wird nichts spawnen, nur außerhalb und von außerhalb kommen sie ja nicht rein, wegen dem Zaun. Genau, gut aufgepasst. So, dann mache ich mal hier 2 Slots davon und ganz viele hiervon. Warte, das kann man schneller, indem man einfach diesen hier macht. Zack, mit Shift, natürlich. Wer hätte es gedacht? Aber ich glaube, ich gehe jetzt doch schlafen und schieße mich gleich ein Skelett hier vom Dach, das ist ja doof. Hier müssen übrigens auch noch Fackeln hin. So, falsch. 1, 2, 3, 4. Hier muss sie hin. Das ist auch falsch. So. So, und ich schlafe wie ein Vampir irgendwie. So mit Kerzen drumherum. Ja, es sind Fackeln, aber ein bisschen Fantasie hat man halt. Bin halt ein bisschen fantasiebeschissen. Fantasiebeschissen. Ja, gut. Und gut. Ich hole mir ein Ticket von der Gamescom und dann geht's zur Gamescom. Und wenn ich mal genug Mut hab, dann filme ich da sogar was. Da ist ein Dorfbewohner-Zombie. Wie ist das eigentlich? Sind wir nah an dem Village? Ich hoffe nicht, dass die jetzt alle sterben. Das wäre doof. Ist egal, dann hole ich mal halt woanders welche. Ich weiß immer, was ich tun kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Gamescom. Hier habe ich falsch angesetzt übrigens. Fällt mir gerade mal so auf. Übrigens... Au. Und zwar muss das hier. Zack. Ach, aber der feine Herr, der kann ja so schnell Dächer bauen, ne? Ja. Genau, kann er nicht. Ach so. Meine Güte. So, jawohl. Muss ich wieder rein. Ausgeleuchtet ist. Total schön. Da passiert nichts. So. Ja, sobald ich dann... dorftechnisch alles hab, dann fange ich an, Stadthäuser zu bauen. Die habe ich nämlich auch schon geübt. Also entworfen. Oh, das ist doch relativ nah. Hoffentlich leben die noch. Ich will mal eben gucken. Das wäre sonst schade. Da ist ein Reparaturverkäufer, glaube ich, gewesen, ne? Oh, ich bin echt nah dran. Da war gerade ein Dorfbewohner-Zombie. Ich hoffe nicht, dass das einer von denen war. Sie leben noch. Fischer, Bauer, sehr schön.
Da haben wir Schmiede. Grobi, der Grobschmied. Hier ist der Schärfe. Aber für 60. Alter Schwede. Sonst nur Müll. So, was haben sie? Unendlichkeit. Behutsamkeit hat, glaube ich, auch einer, ne? Ne, Federfall und Explosionsschutz. Und du? Das war der Reparaturverkäufer. Glück zwar. Ey, das ist ja nice. Ja, hören Sie mal. Reparatur und Glück. Ja, ich hoffe echt, die sterben hier nicht. Vielleicht sollte ich doch zwischendurch mal schlafen gehen. Ist sicherer. Oder ich sollte einfach schnell mal das Gehege bauen und alle hier reinholen ins Gehege. Dann sind sie eigentlich sicher. Ich sehe gerade, wenn ich das wirklich alles auf die Ebene machen will, muss ich das ja alles wegmachen. Da brauche ich unbedingt Effizienz 4 Schaufel. Das dauert das doch eine Ewigkeit. Und ja, und im Let's Play möchte man noch gerne Ergebnisse. Wir wollen ja hier nicht einschlafen. Es ist eine Sache, das Spiel zu genießen. Es ist eine Sache, einzuschlafen. Je. Yeah. Und wir wissen ja, wie wir es machen. Sind ja nicht blöd, ne? Ne, ich? Ja. Ja, hast recht. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Da habe ich mich von meinem zweiten Ich verabschiedet. Und das ist jetzt weg. Und jetzt sind wir unter uns. Ja, ja. Das brauche ich jetzt. Spitzhacke brauche ich hier nicht. Und da kommen dann Platten drauf, damit da nichts bauen. Man könnte auch Fackeln nehmen, ich nehme Platten. Finde ich besser, weil Fackeln auf dem Dach, warum? Sieht komisch aus. Lirum Larum Löffelstiel. Wer das nicht kann, der kann nicht viel. Genau, gut aufgepasst. Ich wiederhole heute viel und das ist gut, weil durch Wiederholung lernt man. Da kommen auch die Ohrwürmer her aus der Wiederholung. Hatte ich das doch, hör, das Dach, doch, die Studierende, vielleicht so, hatte ich das spitz? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich hatte es nicht spitz. Ich glaube, so war das. Und dann muss ich hier ganze Blöcke machen. Ich brauche wieder welche. So. Und dann diesen hier, und da kommen dann Platten drauf, damit da nichts spawnt. So, und hier genau, so. Und dann brauche ich noch ganz viele von denen hier. Das ist immer das Aufwendigste, dieses seitlich setzen. Aber gekonnt ist gekonnt, deswegen geht es schnell. Ja, haha. Ich habe gerade überlegt, die Minecraft-Musik anzumachen und dann habe ich mir anders überlegt. Yes, it is. Weil Musik irritiert mich immer ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wieso ich jetzt so angestrengt rede, das weiß ich auch nicht. Eingeschissen, oh. Igittigitt. Das macht man aber nicht. 1, 2, 3. Hi. So, dann machen wir da direkt die Platten drauf. Vergessen wir das nicht. Weil wenn er das vergisst und dann ein Creeper spawnt, wäre ärgerlich. Oder ein Zombie, der alle Dorfbewohner tötet. Wäre auch scheiße. Ja, ich sag's frei heraus, es wäre scheiße. Ich sag's sogar mehrmals. Aber jetzt nicht, jetzt sag ich's nicht mehr. Jetzt ist gut. Irgendwann ist auch Schluss. Man muss wissen, wann Schluss ist. Und ich beende dieses Let's Play jetzt. Nein, hahaha. Tja, hast dich wohl zu früh gefreut. Das ist ein wunderschöner Berg. Der Berg ruft. Voll cool, vom Dach aus kann ich das Dorf sehen. Und das Schöne ist, es ist bergauf. Dann kann man per Boot die einfach runterschwemmen. Da braucht man gar keine Schienen. Mit Schienen kann man das präziser machen. Aber mit Boot eigentlich auch. Aber Boot, da muss ja immer bergab oder die ganze Zeit auf einer Ebene. Und bei Schienen kannst du auch bergauf. Ja, ich muss jetzt Schaden nehmen. Ach nee, ich hab Federfall, ne? Ha! Guck mal, das sieht doch schon mal schick aus, oder? Was sagst du? Also ich sag ja, ist schön. So nach meiner Meinung ist das schön, deswegen habe ich es ja auch gebaut. Oh. Diese Fackeln hier, die ich hier setze, sind übrigens unnötig. Sind nur zu Zier. So, dann haben wir hier... Oh, alles fertig! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kohle ist nicht mehr drin. Oh, das habe ich genau aufgeteilt, die Kohle. Draußen war noch Kohle, oder? Weil das ist echt nicht mehr viel hier. Oh mein Gott, ich habe keine Kohle mehr. Ich glaube, Eiche mache ich zu Holzkohle. Ich benutze doch hier immer Fichte. Ja, das wäre, glaube ich, super. Dann kann ich nicht alles für Dings benutzen, sondern für Bums. So, 64, da tue ich 8 rein, dann haben wir wieder 8. 64 meine ich. So.
Oh, das bringt doch mal ordentlich XP. Und ich glaube, durch die Nacht jagen mache ich dann erst, wenn die Dorfbewohner gesichert sind. Ist mir irgendwie lieber. Ich meine, man kann ja aus zwei Stück ein ganzes Dorf züchten. Aber spart einfach Zeit, wenn wir schon so viele haben. Und Zeit sparen ist doch eigentlich sinnvoll, oder nicht? Man muss doch nicht mit seiner Zeit rumschmeißen. Man kann die doch mal ein bisschen nutzen und sparen und so weiter. So, guck mal. Oh, ich hätte eigentlich auch ein paar Blumentöpfe machen können. So, haben wir auf jeden Fall schon mal Baumaterial. Was brauche ich jetzt nicht? Obwohl, das Haus ist fertig. Wie geht's jetzt weiter? Vielleicht den Acker verschieben. So, das bleibt hier so. Ach so, die Glasscheiben fehlen noch. So, wo habe ich die? Die habe ich hier, genau. Werden dann überall erstmal eingesetzt. Das mache ich immer als Setzes, weil in echt macht man das auch als Setztes. Wahrscheinlich wegen Schmutzeritis. Na gut, hier muss man ja Gott sei Dank nicht sauber machen in dem Spiel. Oh, Gott sei Dank. So, und im Endeffekt könnte ich dann diese Fackeln durch einen Glowstone ersetzen. Dann können die Fackeln auch weg, weil der Glowstone hier rausguckt. Ne? Dann brauchst du hier keine Fackeln mehr auf dem Boden. Das ist schon nice. Soll ich mal vielleicht eben zurück und Fackeln holen? Nein, ich glaube nicht. Glowstone meine ich. Ich glaube, ich packe jetzt erstmal alles ins Haus. Das ist cooler. Ne? Ist ja ziemlich bescheuert. Mein Schild habe ich hier auch. Erstmal alles ins Haus packen. Schön hier reinballern. Das kann ich immer gut. Das ist mein Hobby. Einfach alles in die Kisten ballern und sich drüber aufregen. Das kann ich sehr, sehr gut. So, Glück. Genau. Ich verballere immer gern alle Werkzeuge. Aber das brauche ich ja jetzt nicht. Reparatur. Ich glaube, das... Oh, ich brauche Effizienz 3. Ich glaube, dann gehe ich wirklich mal eben gucken, wegen Effizienz 3, dass ich da auf der Schaufel 4 habe. Mhm. Das macht Sinn. Dann kann ich nämlich... Und hier, das hier mache ich mit Erde voll. Dann haben wir ruckzuck neues Land. Das geht schneller, als wenn ich alles weggrabe. Und verbraucht kein Werkzeug. So. Hätte ich auch eigentlich einfach die Kisten wegkloppen können. Ah, ich sage mal alle Fehler, die ich mache, sofort. Das erspart mir negative Kommentare. Hahaha. Ja. Schön, ne? Na ja, komm, tu mir das erst hier rein. Haha. So, ich sollte am besten so das machen, dass ich Platz habe. Genau. Guck, dann kann ich nämlich eine Kiste mitnehmen. Dann gehe ich eben rüber. Hatte ich den Ferdi im Land jetzt hier? Oder ist er weggelaufen? Der mag mich nicht. Manu. Ja, ich muss mal eben rübergehen. Wir brauchen einen Esel. Esel waren doch hinten am Ende des Kontinents. Am Ende des Kontinentums. Welches Bett habe ich nicht dabei? Ah, oh, ist das ein schönes Haus, da, Mensch. Schön mit Busch im Gesicht. Hier hätte ich auch ein Bett, das nehme ich. Wenn es dunkel wird, nehme ich. Also ich mache das Lager hier weg. Tschüss. Das Schäfchen hat mich angeguckt. Und was war braun angemalt? Hat sich im Kakao gewälzt. Was ist das denn da? Ach so, da hatte ich, glaube ich, eine Brücke gebaut. Oder wollte ich? Das Schaf ist ja rosa. Das ist eine sehr geringe Chance, glaube ich, dass sie rosa sind. Ich weiß das nicht so genau. Au. So. Weißes Bett. Du siehst flauschig aus, deswegen lege ich mich in dich hinein. Sehr eklig. Oh, ich will auf ein Instrument spielen. Dann mache ich mal eben. Moment. Haha, auf ein Instrument. Total schön, oder? Das ist der Weckruf. Oh, da sehe ich schon die vier Dächer des Todes. Erstmal die Chaosbude stümpern. Was ist das denn hier? Hallo? Ein bisschen Kohle. Sehr gut, nehme ich mit. Das war Glück, genau. Dann nehme ich das doch. Hier, zack. Boah, ein ganzer Block Kohle. Alter Schwede, wie viel war es? 2. Meine Güte, und dafür habe ich eine Fackel verballert. Sehr schön. Haben wir diese Höhle schon mal cleared. Stage clear. So wie die Scheibe, die macht auch clear. Der scheint nicht zu Hause zu sein, der Ferdi. Ich glaube, der eiert irgendwo draußen rum.
Mann, der soll mir mal nach Hause kommen, der Lümmel. So, wie sieht's aus mit Glowstone? Ist das ein Saustall hier? Ach, ist ja grausam. Das sieht ganz schlecht aus mit Glowstone. Ich habe, glaube ich, überhaupt nichts da. Da muss ich mir das am besten kaufen. Ich habe keinen Glowstone gesammelt. Kluger Mensch. Och. Ja, dann gucke ich mal wegen Verzaubern. Ich habe gar nicht Level 30. Was hatte ich denn? Hatte ich Effizienz 3 irgendwo? Schärfe? Das sind immer schwache Bücher. So, was geht denn hier eigentlich? Effizienz 2. Dann lasse ich mir gefallen. Oh, da wär's. 5 Level noch. Ich glaube, das mache ich. Da level ich mal. Wie leveln wir denn? Soll ich vielleicht die ganze Zaubergeschichte mitnehmen? Ach, scheißegal. Müssen sowieso noch ein paar Mal hin und her laufen. Hin und her, kreuz und quer. Das ist nicht schwer. Ja, soll ich das Pferd nehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme die Sachen aus der Schmiede, oder? Ich weiß es nicht. Oh. Daraus kann ich ein Glockenspiel machen mit Goldbarren. Goldblöcken. Ich nehme mal so viel mit, wie ich tragen kann. Zip, zip. So, hier ist alles leer. Hier war, glaube ich, irgendwo. Ne, das hatte ich rausgenommen. Okay. Hier, ja. Einfach alles mal geplündert. So, dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Verkaufe ich? Verkaufe ich. Hatten wir eigentlich ein Dings wie Bumsi? Was kann ich hier noch hier brauchen? Die Setzlinge kann ich verbrennen. Kürbisse bauen wir da am besten auch an. Ja, oder ich überlege gerade gar nicht viel, sondern nimm einfach alles mit. Inventar ist gerade eh wieder voll. Schleim. Habe ich eigentlich schon Feuerschutztränke? Ich glaube nicht, ne? Doch, müsste ich haben. Hier habe ich ja so ein Dingens. Oder habe ich die schon getrunken? Da! Ah! Ein Ersatzschwert. Ich mache irgendwie, ich habe das Gefühl, ich mache mehr Theorie als alles andere. Ich muss einfach mal die Sachen durchziehen. Yeah. Sonst eier ich hier wieder nur rum. Ich halte mich viel zu viel mit diesen dämlichen Kisten hier auf. So, Inventar ist voll. Passt. Oder geht noch irgendwas? Seerosenblatt oder so? Ah, netter Warzen. Boah. Eine Lohnrute bringt mir jetzt auch nichts. Ich glaube, ich baue noch Weizensamen an. Boah. Auf geht's zurück. Genug Zeit verschwindet. Wir brauchen jetzt Level 30, dann kann ich mir die Schaufel machen. Wie kriege ich jetzt Level? Ja, bis Level 30 dauert immer so lange, ne? Dann wäre eigentlich Quarzen ganz gut. Quarzen. Warte mal, 11 bis 47 sind 18. Nee, nicht 11. Ach Mist, ich habe mich wieder vertutet hier bei der Aufnahme. Ach Mist. Ach. Die zwei Fichten. Füchtdorf ist das. Nein, das gibt's wirklich. Gronk nennt seine Dörfer oder seine Städte ja immer Stuckenborstel. Klingt wie so ein Kuhkaff. Ich kenne nur Freckenhorst. Das hat er nämlich aus Versehen mal gesagt, das weiß ich noch. Und Freckenhorst ist hier in der Nähe in NRW. Lol. Roffelkopter. Früher fand ich Leute bescheuert, die LOL sagen, statt zu lachen. Jetzt mache ich selber. Ich hole Birne. So. Wahrscheinlich Leute, die LOL sagen. Also ich jetzt. Das Lachen reicht nicht für ein richtiges Lachen, sondern es ist ja nur ein LOL halt. Es ist ein bisschen zu schwach. So, dann nehme ich jetzt die ganze Erde. Ja. Eiskalt nehme ich die ganze Erde und tu mal was. Beweg mal meinen faulen Hintern. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch arbeiten. Ja gut. Ah, schon der erste Fehler. Sand müssen wir jetzt hier nicht alles ausheben. Das können wir in der Wüste holen. Da gibt's genug. Ja, ich verunstalte wieder alles. Ich mache alles erdig. Erdinger Weißbier. Das ist heute Scheiß. So, hier irgendwo war gerade Ton. Das habe ich gesehen. Da. Ton werde ich natürlich abbauen, weil der ist ziemlich selten. Oh, Fehler. Ja, das ist, wenn man Akkord arbeitet, dann sind viele Fehler.
Eigentlich sollte man so arbeiten, dass die Geschwindigkeit von ganz alleine kommt. So ganz locker aus dem Handgelenk. Das ist auch viel easier. Und gechillter, das wollen wir doch. Wir wollen Gechilltigkeit. Ob ich es wohl schaffe, den See hier komplett zuzumachen? Da freut sich das Seepferd Ferdy aber nicht. Aber der ist schon weggelaufen. Also scheint es ihm ja egal zu sein. Wo ist der überhaupt? Der Banause. Der Baninanause. Da kommt nicht mehr nach Hause, der Banause. Da 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 bam bam. La da 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 da. Pokémon! Pokémon! Ja, und alle spielen Pokémon nicht. Da kommt ja bald eine neue Version. Schild und Schwert. Hihi, voll lustig. Irgendwann machen sie Döner und Gyros. Sind ja auch Gegenteile. Schweinefleisch und Pute oder Hammel? Lamm? Ich glaube, Hamm und Lammel ist dasselbe. Lammel. Hamm und Lammel. Hamm ist eine Stadt, genau wie Füchtdorf. Aber Füchtdorf ist, glaube ich, ein Dorf. Ich weiß nicht. Es ist eigentlich unvorteilhaft, ein Dorf mit am Ende Dorf zu nennen. Weil wenn es irgendwann eine Stadt ist, ist das doof. Obwohl, das ist dann hat was Historisches. Ich laber wieder Quatsch. Kann ich gut. Bin der Quatschus. Quatsch. Ich glaube, die Folge ist aber rum. 20 Minuten. Reicht ja wohl. Das ist schon Folge 44, ja. Die 43 war mit Ellie. Die musste heute aber früher weg. Er hatte keine Zeit. Er hat gesagt, nee, komm, lass mich Ruhe mit der Scheiße, hab keinen Bock drauf. Nein, die hat nichts dazu gesagt, ich hab sie gar nicht gefragt. Und bei Fragen zum Kindergeld legen sie einfach auf. So. Ja, ich hab das jetzt irgendwie querbeet gemacht, ich schaff das diese Folge nicht mehr. Aber ihr seht mal, wie schnell die Erde einfach weg ist. Wie viel haben wir denn noch? Ach gut, ist ja noch nicht weg. Da, 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 ich will das doch noch schaffen. Ah. Stress, Stress, Stress. Der Stress wird geschoben. Haha. Ja, da ist wieder der mit dem Auspuff. Ich glaube, auf dieser Straße haben alle den Auspuff kaputt. Also, und dann denken sie, boah, hab ich ein geiles Auto. Mein Auspuff, der ist voll laut, ey, geil. Mein Gott, macht mir das erstmal nach hier. Boah. Ich hab den Porno-Auspuff. Übrigens, heute ist Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Also ich werde dann wahrscheinlich Wochenende haben, wenn ich heute die Spätschicht rum hab. Total schön. Außer die sagen, morgen ist auch arbeiten. Wir haben so viele Aufträge, deswegen müssen sie morgen kommen und arbeiten. Dann sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen, ich kann die Überstunden gebrauchen, ich brauche die Knete, bin jung und brauche das Geld. Ich will ja Influencer werden und dann, wenn man was machen will, da muss man ja erst investieren und entweder alles verlieren oder davon profitieren. Verstehst du? Ja, verstehst du, bist ja nicht blöd. Du bist ja ein Wirtschaftsgenie. Ich nicht, ich habe nur Bäcker gelernt. Das war nicht so genial. Jetzt kommen nämlich die Billigbäckereien, verkaufen alles voll billig. Und so ein Handwerksbecher, wie ich, geht zugrunde. Aber ich will das eh nicht mehr machen wegen den Arbeitszeiten, die sind asozial. Soll einer machen, der da Bock drauf hat. Aber die meisten, egal was für ein Beruf, machen sowieso Dreischicht. Und wenn es soweit kommt, dann mache ich wahrscheinlich wieder Bäcker. Weißt du? Da gibt's auch Dreischicht. Oh ja, und Dreischicht ist asozial. Da kannst du dich an den Schlaf nicht gewöhnen. Das ist richtig schäbig. Die ist kaputt dran. Ey, ich mache jetzt einfach, egal wie lange das noch dauert, die Erde noch weg. Das ist für meinen Kopf auch angenehmer. Da muss ich nicht dran denken, oh, du musst aufhören. Ne, das ist, so soll's sein. So große Let's Player, die nehmen auch alles. Nein, eigentlich macht das nur Gronkh. Soweit ich weiß, der nimmt immer ganz viel am Stück auf und schneidet das in mehrere Folgen. Ich mag es ja eigentlich auch lieber, wenn ich einzelne Folgen aufnehme mit Hallo und Tschüss. Hier drunter ist richtig was los. Geiler Effekt.
Okay, das verschiebe ich auf die nächste Folge. Hilfe, eine Spinne. Oh. Okay, tschüss.